Du! Nein. Das ist mir alles gerade egal, ich will einfach nur hoch. Da ist ein Funkturm. Gut. Warum ist noch ein Kampf? Das ist das letzte? Okay, der Kampf und dann haben wir noch 4 Protosubstanzen wahrscheinlich. Können wir noch irgendwo hoch, oder? Nicht? Ach, ich kann ja auf die Zwischendinger runter. Ach, scheiß drauf. So. Was kann dann. Ach, egal, ich glaube, ich mache das ja eh weg, wenn ich. Ach, ich bin. Bin aber auch gerade am Trollen, so. Ja, dann zeig mal, wo hast du denn den Teleporter für uns? Also, das heißt Teleporter. Hm, guck mal, was wir da haben. Und wo war jetzt der... Ach, da. Da haben wir dann auch die Haltestelle hier. Sehr gut. Hafen von Nebelheim. Hier im Hafen zu arbeiten, ist allemal besser, als sich mit den Schwarzkunden umzugehen. Was hast du gegen die Schwarzkunden? Hör, hör, hör? Jetzt noch den Kampf und dann haben wir erstmal das Wichtigste weg und dann können wir Main Story weitermachen, I guess. Wo denn? Da hinten. Ah, oh, okay. Ah, da war mal wieder Cyberby, sehr schön. Sehr schön. Chromerz. 10 Stück sogar gleich. Not bad, not bad. So, der Kampf ist da oben. Ich hab dich gehört, wo bist du? Ach, oder war das eins der Chocobos von unseren Leuten? Kann auch sein, dass das einfach ein Chocobo von unseren Leuten war. Dass irgendwo gegengelaufen ist oder so. Bitte mal. Hinter mir. Wait, what? Oh, was haben wir denn hier? Nehmen wir doch mal das hier, wa? Da kommen wir doch bestimmt zu der Kampfzone. Oder auch nicht. Doch große Ansammlungen von ihnen können schnell zu
okay. Ich gehe mal davon aus, dass sie die gleiche Schwäche haben wie ihre anderen Gegner. Eis, genau. Ich mache mit einem Vieh mal ganz schnell kurzen Prozess. Kein Problem. Und noch eine eisige Verkettung. Keine Kopf. Ich hab genug. Limit Break, Kreuzschlag, auf ein Zerbein, das ist scheißegal. Welche letzten Worte? Wir haben jetzt genug Zeit, sehr gut. Damit haben wir das auch alles fertig. Kriegen wir da bestimmt gleich nochmal einen Anruf. Dann Mr. Chocobo, wollen wir mal, wa? Da ist noch so ein Ding. Auf der Seite auch noch eins. So, hier komme ich aber nicht da oben hin, wo ich hin will. Das heißt, ich muss hier rüber. Na, sieh. Es gibt hier hundertprozentig irgendwo noch andere von diesen Ballons, hätte ich beinahe gesagt, von diesen Chocobo-Früchten. Aber wir machen jetzt erstmal weiter mit dem Quest. Wilhelm steht noch. Ich dachte, das ist abgebrannt. War das Dorf nicht abgebrannt? Cloud, sieh mal. Hier. Das ist doch ganz neu. Sie haben das Dorf wieder aufgebaut. Hm? Erschreckt mich nicht so. Ich dachte schon, Cloud wäre wieder verrückt. Ich meine, nicht verrückt, verrückt. Ihr wisst schon. Also, was glaubt ihr, wer das war? Shinra. Na dann, suchen wir das Terminal? Ach, Katzi. So, hier können wir doch bestimmt wieder ein bisschen BDK spielen, oder? Dann ist erstmal eine Runde rein. Gar nichts. Also gar nichts, gar nichts. Holy moly. Wie ist die denn darüber gekommen, die Schwarzkutte? Also manchmal denke ich mir auch so, die sind ja echt krass, ne? Ich stehe hier gerade nur, um nach Kisten zu gucken, aber hier scheinen keine zu sein. Oh.
Etage. Lauter Schwarzkutten. Die Bewohner sind auch alle neu. Das sind Fremde. Jeder Einzelne. Kann ich euch vielleicht behilflich sein? Oh, hallo der Herr! Erfreut, ich bin ein Vertreter von Shinra Resorts. Und ich benötige dringend Zugang zu unserem Netzwerk. Dürfte ich das Terminal benutzen? Und wer sind die anderen? Diese Leute sind... Ich stamme von hier. Aber... Verstehe. Wisst ihr denn, was nach dem Vorfall hier passiert ist? Nein, tun wir nicht. Dieses Dorf wurde vor 5 Jahren unter Shinras Kontrolle gestellt. Es ist jetzt ein Sanatorium für Leute mit einer Mako-Vergiftung. Aus rechtlicher Sicht ist alles bereits geklärt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wendet euch damit bitte an die Hauptverwaltung des Shinra-Konzerns. Vielen herzlichen Dank für diesen Hinweis. Und nun auf zum Terminal. Oh. Ich verstehe, dass das hier eure Heimat ist, aber reist besser bald wieder ab. Dementsprechend wird es hier wahrscheinlich wenig BDK-Spiele geben, aber ein... Ich habe zu früh gesagt, dass das... egal. Aua, ey. Aua. Die reagieren einfach nicht. Du hast hier früher mal gelebt, oder? Mach uns bloß keine Schere rein. Entspann dich mal, ich will noch was kaufen, alter Schwede, ey. Ich will ein BDK-Set. Sie hat kein BDK-Set, oder was? Doch, hat sie. Prähistorische Biester. Echo-Megafon. Hab ich anscheinend irgendwo übersehen, nehme ich mit. Aber ich glaube, hier werden ja nur Sachen angezeigt, die du übersehen, die man übersehen hat, oder? Ich sag's ja nur ungern, aber lass dich hier besser nicht mehr blicken. Alter, was da? Jetzt die 35. Jo, wir kommen oben rein. Sehr gut. Müssen wir bitte, was haben wir hier eigentlich? Was ist das? Limit der Stufe 3 Gigabox, okay. Crit-Schaden. Wunderwalzer. Aha. Schaden von Limits um 5% hört sich gut an. Hier kommen wir aber nur hin, wenn wir nochmal was 20 haben. Okay. Cloud kommt hier zu dem Limit. Break, letzter Schliff. Schaden von normalen Angriffen erhöht. Das ist sexy. Limit Break. Zorn ist mal. Das ist nochmal, sorry. Füllt die Limitleiste alle Gefährten außer der eigenen vollständig auf. What? Ja, aber da brauche ich noch ordentlich was für. Rücke von Zangans Lehren bei Thiefa. Ist entweder hier hin oder halt hier hin. Was haben wir denn hier? Crit-Chance um 5%. Dann gehen wir hier drüber. Und dann nach da oben und dann nach da. Wie viel brauche ich denn dafür? 15, 25, also. Okay. Barede. Satellitenstrahl, TP-Maximum. Oder. TP-Maximum. Okay, alles klar, ist ja scheißegal. Okay, nehmen wir das hier, ist ja Wumpe. Das ist schon lustig. Red. Reds Ult ist Erdangriff.
schon mal schick aus. Aber wir kommen nirgendwo hoch, weil wir nicht genug haben, ne? Stufe 6, 7. Richtung. Okay, wir müssen hier hin. Oder halt da. Was haben wir hier? Reduzieren von TB-Verbrauch. Erhöhung Feuergrillen. Okay, das ist sehr gut. Kitsi hatte ich schon. Also warte mal, mit Kitsi komme ich auch nicht wirklich weiter, ne? Um zur Ulti zu kommen, brauche ich 20. Brauche ich jetzt noch. Hä? Was? Bin ich verwirrt? Achso, ich brauche aber für den davor brauche ich 20 auch, ne? Genau, 5. Brauche ich hier noch dafür und dann brauche ich 20, um zur Ulti zu kommen. Zum Limit Break, nicht zur Ulti. Warum soll ich denn Ulti? So, das schwarze Brett. Da gibt es Aufgaben. Eine. Eigentümer des Chocobo-Anwesens. Hey, da, Chocobo, hier ist ja noch eine Erfahrung, ein Vertrauen, bla bla. Das BDK ist in der Kirche. Das ist tatsächlich in der Kirche. Das ist ja... Das geht ja gar nicht. Das ist keine Kirche. Shinra-Terminal. Shinra-Mitarbeiter. Turner. Du bist doch ein BDK-Spieler. Ich sehe sowas gleich. Du bist auch einer, der seine Pflichten vernachlässigt, um stundenlang Karten zu zocken. Keine Angst, verpfeif dich schon nicht. Wir sind vom gleichen Schlag. Nicht umsonst nennen sie mich den König der Drückeberger. Mein Dienst kann mich mal kreuzweise. Blau machen ist das einzig Wahre. Wer braucht schon Karriere? Degradierung? Nur zu. Dafür macht mir ein BDK keiner was vor. Ich hätte fast was gesagt. Aber ich sollte mir einfach mal eine Fresse halten manchmal. Was kriegen wir denn von ihm? Ein Velron. Interessant. Na dann. Auf ihn mit Gebrüll. Was haben wir denn Schönes? Wir haben das, das, das und das. Das ist an sich eine ganz gute Starthand, würde ich sagen. Den hier würde ich tauschen. Ach, wir haben noch eins von denen gekriegt. Na gut. Dann zeig mal, was du kannst, Turner. Ja. CIC. Nehme ich mal, danke. Ist das noch zu früh? Ich glaube schon, ne? Kann ich nicht in die Mitte setzen. Den kann ich aber auch nicht nach da vorne setzen. Das ist natürlich kackes. Ich könnte das machen. Oh, ein Replacer. Also, aha, interessant. Das ist tatsächlich blöd für mich. Kann ich nicht? Warte mal, ich kann doch einfach den nach da setzen. Im Idealfall. Es gibt jetzt zwei Varianten. Entweder er holt sich jetzt das Feld da vorne, das wäre kacke für mich. Ich hab's gar. Oh nein, holt er sich nicht geholt. Das ist gut. Aha. Wir holen uns da also sowas. Okay, dann machen wir das so. Okay, dann hat er da hinten wieder was. Ich habe jetzt nur Einser, ne? Das ist kacke. Ich komme hier auch nirgendwo so weit, dass ich sagen könnte, ich könnte hier... Ich bräuchte meinen Replacer. Jetzt geht's dann nach da hinten, wenn ich jetzt Glück habe. Ah, der spielt das so. Ich habe halt gerade richtig Pech, leider. Weil ich gerade nur Zweierkarten auf der Hand habe, was es halt richtig scheiße macht. Achso, der hat auch... Oh, okay. Ja gut, okay. Logisch, warum sollte er auch
weiterspielen, wenn er die Runde, wenn er das eh gewinnt, wenn er aufgibt, wenn er Dingens macht, ja, na logisch. Ich hab nicht mitgedacht. Jetzt kriege ich so ein Shit. Kann weg, kann weg, kann weg. So, und jetzt hoffen wir, dass wir unseren Standardstart bekommen. Wir haben ihn. Sehr gut. Ich habe aber auch diesmal den Replacer gleich mit dabei, was sehr gut ist. Der killt seinen Vieh da oben fast jetzt schon selber. Interessant. Nee, das ist auch nicht sinnvoll. Ist alles nicht sinnvoll. Ich hole mir mal da unten das Feld. Kann ich erstmal wieder überall was hinsetzen. Glaube ich ganz sinnvoll. Können wir so machen. Das ist kacke. Ist das sinnvoll, den da hinzusetzen? Oder wollen wir lieber das untere Feld haben? Könnte auch... das wird interessant, ob das funktioniert. Ich glaube nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann habe ich jetzt ein Problem. Ja, ich habe ein Problem. Ich habe meinen Replacer nicht mehr. Das ist kacke. Ich habe ein großes Problem. Das können wir neu starten. Definitiv.